Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. Ja, beim letzten Mal haben wir den einen Typen wie ein Ehren aussehen lassen. Ich weiß nicht, wie weit das geklappt hat jetzt. Werden wir wahrscheinlich noch erfahren. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir zu der nächsten Mission. Schauen, was wir machen müssen. Oh. Für wen hältst du dich, ja? Sag mir jetzt, raus hier, aber sofort! Mach das mal da. Ich hab keine Lust. Ja, da vorne ist sie. Ach, komm mal. Der Fall von Robespierre. Erhielt deine Nachricht. Was geht vor? Vielleicht haben wir Robespierre zu sehr diskreditiert. Wieso? Was ist geschehen? Er wurde verhaftet. Was? Er machte vage Drohungen wegen einer Säuberungsaktion gegen Staatsfeinde und das Komitee wendete sich gegen ihn. Sie bringen ihn ins Luxemburg-Gefängnis. Seine Hinrichtung ist für den Morgen anberaumt. Dann sollten wir besser schnell zu ihm. Sollen wir ihn das mal retten, oder was? Irgendwas muss doch immer schief gehen. Kennt man doch. Was zum Teufel? Die waren von der Nationalgarde. Robespierres Eskorte. Verdammt, wenn er entkommen ist. Nur keine Panik jetzt. Vielleicht finden wir heraus, was passiert ist. Ah ja. Na? Elise! Was ist hier geschehen? Wir wurden überfallen. Truppen der Pariser Kommune griffen uns auf dem Weg an. Sie wollten die Gefangenen befreien. Haben Sie Robespierre? Ich weiß es nicht. Ich wurde im Kampf verletzt. Sie zogen sich dorthin zurück. Ach. Merci. Geht und sucht euch einen Arzt. Oh. Wenn Sie ihn noch haben, bringen Sie ihn bestimmt ins Luxemburg-Gefängnis. Doch wenn nicht, müssen Sie sich in der Nähe verschanzt haben. Sie kämen nicht weit, wenn sich die halbe Stadt gegen Robespierre auflehnt. Ich gehe zum Gefängnis. Du folgst den Aufständen, sieh, ob du eine Spur findest. Gut. Na gut. Natürlich. Hier sind die ganzen Leichen. Wo sind sie hin? Sie sind da entlang. Da hinten. Okay, dann wollen wir da mal rein, ne? Gehen wir einfach durch die Tür. Si notre mère entendait ça, elle est si fière de son cadet. Martin, tu préviens Simon. Der lebt auch noch. Wo ist Robespierre? Er wurde dort lang gebracht. Dort lang? Aber ist da. Denk daran, Tom! Mörder! Was ist das diesmal? Wenn du zu mir kommst, ihr seid ein französischer Held, mon ami. Da ist er. Packt ihn! Hinterher. Nur rempeln wahrscheinlich. Hab dich. Ach. Wieso desynchronisiert vom Ziel entdeckt? Okay. Halten Sie auf, bis Verstärkung kommt. Ihr seid ein französischer Held, mon ami. Nicht in Kampf verwickeln lassen. Achso, ich. Ja. Ja.
passiert, dass er müde wird. Von ihm nicht in Kampf verwickeln lassen. Lass mich in Ruhe. Glaubst du, du bist schneller als ich? Autsch. Erinnert euch an die Giro des Kommune steht hinter Robespierre. Geht mir aus dem Weg. Muss ich erst hier rumtrampeln? Komm her, du Weg! Ja. Man kommt hier auch längst so hoch, richtig? Hey, wovor hast du Angst? Ich habe bisher nur ein paar Hunde getötet, du Narr! Gott sei Dank seid ihr hier. Die Kommune steht hinter euch. Danke, Sergeant. Eure Treue ist ehrenhaft. Geht besser hinein, Sir. Die Soldaten des Konvents kommen bald. Ja, natürlich. Ich begebe mich in eure fähigen Hände. Wir verlautbaren, dass die revolutionäre Kommune, die sich schuldig machte, den kriminellen Robespierre tatkräftig zu schützen, sich nun in offener Rebellion gegen die Nation befindet. Okay. Soldaten unter dem Befehl des Nationalkonvents wurden ausgesandt, um den Verräter Robespierre und seine Gefolgsleute festzunehmen. Die Bürger werden gebeten, ihre Häuser nicht zu verlassen, während die Justiz ihre Pflicht tut. Dann schauen wir mal. Wie wir denn da am besten hinkommen. Ich würde sagen, von hier irgendwo. Was ist das? Können wir nicht rein? Schauen wir mal. Ach so, hier sind wir. So. Geknackte Tür an 1. Wie sieht's hier aus? Nein. Ist mich gar nicht. Scheiße, ich halte besser meine verfluchten Augen offen. Wer hat dich erwischt? Ja, von hier aus können wir also nicht schießen. Ist ja doof. Warte mal. Ich wusste es. So, weg bist du. Ich habe auch schon mal falsch gedrückt, so wie immer. So wie immer. Ah ja, das ist eine offene Tür. Du sollst aber nicht langklettern. Du sollst hier hoch. Wow. Wieder viel zu viele. Geht den von hier? Ne. Hör auf, runter zu rutschen. Naja. Dann ist das halt so. Was ist jetzt los? Nicht. Okay. Wow. Hier sind so viele Gegner, ne? Warum klettert er da hoch? Hallo? Willst du mich verarschen? Okay. So ruhig. Aber das wird schwer. Nein. Wir hätten noch mal mehr zum Knacken. Ups.
Mann. Wir hatten nochmal 24. Insgesamt. Ich muss mal was gucken. Vielleicht haben die ja welche. Glaube ich aber gerade nicht dran. Ne. Betäubungsbomben. Toll. Ah ja, da steht einer. Ich warte mal. Wenn ich da aber rein rausgehe, ist das Problem. Dass der andere Vogel von drüben mich sieht. Oh, das haben wir so. Und der würde mich dann sehen. Sonst. Was hast du noch? Ah, die doch hier. Okay. Ah ja, der ist da dran. Sieht mich gar nicht. Läuft. So. Warte mal. Ups. Ich gehe auch immer nur falsch rauf. Fähigkeiten. 9. Hätte ich mal machen müssen. Das hätte ich mal vormachen müssen. Ups. Ups. Wow. 1, 2, 3. Oh, geht doch. Eieiei, das ist aber auch schwer. Bei der letzten Musterung waren es wieder 5 weniger. Bald muss der Konvent keine Kugel mehr abfeuern. Wenn der Konvent angreift, halten wir niemals Stand. Mob hier die Waren hat. So ruhig. Weiß er nicht, wo ich bin. Doch. Das ist seltsam. Ah, so. Der von da hinten kommt. Ach, sagst du. Nicht so wichtig. Okay. Warte! Du entkommst nicht, du... Doch. Autsch. Schnapp den Köter! Stirb. Na gut. Einmal plündern, bitte. Vielleicht kriege ich ja neue Sachen, die ich brauche. So. Das wird wieder so richtig spaßig. Muss er eigentlich überhaupt? Ah, da hinten. Okay. Verflucht! Ich ließ ja Männer schon vor Stunden rufen. Merd! Germain warnte mich vor euch. Ihr seid einer von denen, oder? Ein Assassine. Nun nicht mehr. Wo ist Germain? Elise. Wir haben nicht viel Zeit. Wo ist Germain? Ich werde nie reden. Dann schreib.
Der Tempel. Ich hätte es wissen müssen. Dann genießt eure Revolutionsjustiz, Monsieur. Ergreift ihn! So, haben die ihn auch wieder gekriegt. Nicht in einen Kampf geraten. War ja klar, dass wir das wieder schaffen. So. Wir müssen da oben hin. Ah, da haben wir sogar ein Geschäft. Das ist gut. Hallo? Okay, wir erstmal das Geschäft, weil wir da eh in die Nähe hin müssen. Nochmal kurz einkaufen ein bisschen. Mann. Ist das dein Ernst da unten? Sterben. Was wollen die denn von mir? Tja, haben mich nicht gekriegt. Viel zu langsam. So, wo haben wir denn? Ist das Geschäft echt so weit weg? Immer viel zu weit weg alles. Immer hier lang. Was wollt ihr von mir? Nun bleib stehen, du Wicht. Ich habe eine Nachricht für dich. Ah ja. So. Okay. Mhm. Aber ich frage mich, wo die Menge hin ist. Ach, warte mal. Ich weiß warum. Ich muss mal was gucken kurz. Ausstattung. Ich glaube, das war die Taille. Das war nämlich das Ding hier. Mit Maddy dreh ich hier. Hab ich schon gewundert, hä? Naja. Hallo. 2110. Oh, wow. Ich bin zu viel Geld ausgegeben. Wir hatten so schön viel Geld. So, jetzt müssen wir da drüben. Dann machen wir mal. Ja, ja. Kiss mich doch eh nicht. Was wollen die eigentlich ständig von mir? Man tut denen doch nichts. Angeblich. Ah ja. Die ist bestimmt oben auf dem Dach. So. Natürlich. Wer hätte das gedacht? Typisch Assassine. Der Tempel. Jetzt geht es, Jaman. Versteckt sich irgendwo im Tempel, findet und tötet ihn. Belohnung, ultimative Arno. Okay. Wir sollten uns trennen. Ich bin nicht sicher. So werden wir nicht gemeinsam erwischt. Ich schätze, du hast recht. Wir treffen uns drinnen. Wenn du ihn erledigen kannst, dann tu es. Thank you.
Germain hat sich ein hübsches Fort gebaut. Keine Schwachstelle zu sehen. Das dachte ich mir auch gerade eben. Germain eliminieren. Oder Germain eliminieren. Wer das Gebiet erkundet, für Gelegenheit sorgen. Tipps: 9 Zugänge, 62 Waffen, Wachen, 14 Verstecke, 2 Alarmglocken. Und ich werde bestimmt mehr als einmal sterben. Guck mal, hier ist auch noch ein Geschäft. Wow. Ah ja. Wie sieht's aus? Ach, ich war das zu doof. Zack. Autsch. Merci, votre seigneurie. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse toute votre famille. Bénisse l'Amérique. Pas l'Amérique. Der steht da. Okay. Komm zurück. Ich schlag dir den Schädel ein. Hab dich. Tod. Wo bist du? Weiß ich nicht, wo ich bin. Verflixt und zu! Das ist gar nicht gut. Findest du? Komm raus, damit ich dich sehen kann, Hurensohn. Was ist los? Nimm wir ihn von hier. Wo? Hä? Hier bist du ja. Mach auf, Faulpelz. Wachsam bleiben. Gut. Keine Ahnung. Oh Gott. Konzentration. Ach da. Was war denn das? Ja. Wer sich uns entgegenstellt, stirbt! Tot. So. Schauen wir mal, wo wir reinkommen. Ah ja, da müssen wir rüber. Ah ja, Wasser. Ich muss dich sprechen. Kein Traum. Hab dich. Stehen bleiben! Stirb. Bring dich um! So. Weg mit dir. Oder auch nicht. Jetzt aber. Ich lass dich ausbluten. Autsch. Wow. So. Heftig, liegt eine Leiche. Ah, du Bastard. Okay. So, dann wollen wir mal hier hoch. Da wollte ich nämlich hoch. Doppelter Luftattentat. Mich auch. Da will ich gerade noch nicht rein. Ich will einmal nach oben.
So. Was verdammt war das? Ach was? Der verlorene Assassine kehrt also zurück. Oh, bitte, da muss der schon was fest. Der Direktor. Ja! Was? Was ist der Typ? Nee. Was? Der ist da unten. Läuft. Ah ja, was ist das? Ah. Da war einmal da hoch. Ich will nämlich einmal. So. Gut, dass man das so zwischendurch machen kann. Aber ich muss schon sagen, was für ein Sack. Alter, diese Blitzklinge, ey. So. Okay. Sieht doch viel schöner aus, wenn wir sehen können, was hier ist. Hätte ich so zwischendurch wahrscheinlich schon erkunden können. Wupp. Wupp. Er ist da unten. Warum ist er jetzt da? Muss mich ärgern. Zack. Ah ja. Hau nicht ab! Ich bin ein guter Kerl! Bist du? Hä? Na schön. Wow. Komm raus, du mordlüsterner Bastard! Tot. Was war da los? Verdammt! Tot. Ein bisschen laut, aber was soll's. So. Gehen wir nochmal runter. War klar, dass wir hier drin sind. Käufer noch eins. Sie haben Marco. Moment mal. Ich hab niemanden erwischt. Moderator ab! Du wirst mir nicht entkommen! Stirb. Du auch. So. Zack. Dann plündern wir nochmal. Vielleicht kriegen wir ja wieder da sowas. Die Phantompfeile. Glaube ich nicht so dran, aber gut. Gucken kann man ja. Nö, irgendwie nicht, wie gesagt. Ja, klar. Ah ja, die Truhe ist da unten. Okay. Das wollte ich nämlich auch noch hier runter. Nee. Wie mache ich das? Ich vergesse jedes Mal, wie das funktioniert, wenn ich abstoße. Okay. Ja, das ist ein bisschen blöd in den Teil gemacht. Hallo? War da was? Achso. Ich wollte schon sagen. Warum da hinten irgendwo? Rutsch.
Ah ja. Ah, der ist da unten. Wie sieht's aus? Ah ja. Hey, wenn du's. Es gibt keinen Kopf. Findest du? Krieg ich den eigentlich von hier? Nö. Dann halt nicht. Du entkommst mir nicht, du Mistkerl! Verpflicht und zu, das ist gar nicht gut. Verdammt, der hat dich denn ermordet? Mann! Ich bin mit euch! Anhalten! Auf ein Wort! Ich würde dir gern die Scheiße werden. Ein Moment mal. Sie versuchen mich wieder alle zu kriegen. Versuchen sie, kriegen sie aber nicht hin. So, schauen wir mal. Das hat euch keine Pfeile mehr. Stirb. Nö. Ich kann nicht sterben. Ich glaube, hier sind noch welche unten, ne? Ach, guck mal, wer das ist. Was Hallo? Ist hier passiert? Germain hat eine Art Waffe. Sowas habe ich noch nie gesehen. Er ist mir entwischt. An mir kam er nicht vorbei. Er muss... Elise! Und Mademoiselle de la Serre auch noch. Das nenne ich ein Wiedersehen. Bleib versteckt. Lass ihn reden. Dachtest du, der Tag würde nicht kommen? Dass dein Verbrechen ungesühnt bliebe, weil François de la Serre keine Söhne hat, um ihn zu rächen? Rache also. Dein Blick ist genauso getrübt wie der deines Vaters. Du hast gut reden. Wie ungetrübt war dein schneller Griff ich nach der Macht? Ich finde dich schon. Da bist du ja. Ja. Hier bist du. Lächerlich. Wow. Okay. Macht? Das ist mies. Sehr mies. Wie soll man das denn hinkriegen? Dachtest du, der Tag würde nicht kommen? Dass dein Verbrechen ungesühnt bliebe, weil François de la Serre keine Söhne hat, um ihn zu rächen? Rache also. Dein Blick ist genauso getrübt wie der deines Vaters. Du hast gut reden. Wie ungetrübt war dein schneller Griff nach der Macht? Macht? Nein, 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 du bist doch viel klüger als das. Hier ging es doch nie um Macht. Es ging immer um Kontrolle. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Nee. Jetzt habe ich dich. Gut, dass du mich jetzt hast. Hat dein Vater dir nichts beigebracht? Der Orden wurde zu selbstgefällig. Reine Zeitverschwendung. Der Orden wurde zu selbstgefällig. Versteck dich ruhig. Das macht keinen Unterschied. Hallo, Assassine. Out. Seit Jahrhunderten konzentrieren wir unsere Aufmerksamkeit auf die Insignien der Macht, die Titel des Adels, die Ämter der Kirche und des Staates, gefangen in derselben Lüge, die wir erfanden, um die Massen zu führen. Ich töte dich! Wow. Ich muss hier weg. Ich glaube, ich muss hier weg. Und du glaubst, dass du so etwas erreichen wirst? Im Sog der Revolution,
wird der Orden sich anpassen. Er zieht sich in die Schatten zurück und wir werden endlich zu den geheimen Meistern, die wir immer sein sollten. Die Dunkelheit schützt dich auch nicht. Ja, ja. Der wollte mich gerade damit treffen. Also komm, töte mich, wenn du kannst. Ich habe bereits gewonnen. Glaubst du, du wärst sicher in den Schatten? Du mich auch. Ich kann keine Lücke finden. Genau das ist das Problem. Glaubst du, ich finde dich nicht? Nö. Wie ist sie da hochgekommen? Ah. Ah ja. Komm, Assassine. Bringen wir es endlich zum unvermeidbaren Ende. Willst du? Du stellst meine Geduld auf die Probe. Klar. Wo versteckst du dich, Assassine? Da, wo du nicht bist. Jacques Demolay spricht durch mich. Wie kannst du hoffen zu obsiegen? Wieso kam er da eben rüber und jetzt nicht? Geht doch. Ich bin es leid zu warten. Mhm. Müssen wir diese sinnlose Scharade fortsetzen? Mhm. Müssen wir. Ich kann keine Lücke finden! Wir müssen ihn gemeinsam angreifen. Autsch. Wieso gemeinsam? Wieso gemeinsam? Wenn sie doch eh nichts macht gerade. Jo. Weiter. Schnell weg da. What? Typ ist so nervig. Jacques Demolay spricht durch mich. Wie kannst du hoffen zu obsiegen? Ich finde dich schon. Und weg da. Arno! Ich stecke fest! Er entkommt! Gleich! Ich bin fast frei! Ich kann ihn schaffen! Kannst du nicht! Nicht allein! Warte auf mich! Tut mir leid. Elise! Okay. Schnell. Und sie ist tot. Elise, nein. Oh.
Bravo. Du hast den Schurken erschlagen. So hast du dir dieses kleine Moralspielchen zurechtgelegt, oder? Oh, ich bin nicht wirklich hier. Ich bin auch nicht wirklich dort. Im Moment verblute ich eigentlich auf dem Boden des Tempels. Aber wie es scheint, gab uns der Vater des Verstehens etwas Zeit zum Reden. Ah, ein besonderer Favorit von mir. Ich verstand die Visionen nicht, die meinen Geist damals plagten. Große, goldene Türme, Städte, die weiß wie Silber glänzten. Ich dachte, ich werde verrückt. Dann fand ich diesen Ort. Jacques de Molay's Gruft. Durch seine Schriften verstand ich. Und was genau? Dass ich über die Jahrhunderte mit dem Großmeister de Molay verbunden war. Dass ich auserwählt war, den Orden von Dekadenz und Korruption zu säubern, bevor er gänzlich verfaulte. Und die Welt zu reinigen und zur Wahrheit zu führen, die der Vater des Verstehens vorgesehen hatte. Das scheint gut angekommen zu sein. Propheten werden zu ihrer Zeit selten gewürdigt. Exil und Demütigung zwangen mich zur Entwicklung neuer Strategien. Neue Wege zu finden, um meine Ziele erfüllen zu können. Was immer es koste. Eine neue Ordnung kommt nie ohne Zerstörung der alten. Und fürchten die Menschen die ungehinderte Freiheit, ist es für mich besser. Eine Kostprobe des Chaos erinnert sie daran, warum sie lieber gehorchen. Hier trennen sich nun unsere Wege. Bedenke, der Fortschritt ist langsam, aber so unaufhaltsam wie ein Gletscher. Du hast nur das Unvermeidbare verzögert. Ein Tod kann die Flut nicht stoppen. Womöglich ist es nicht meine Hand, die die Menschheit zurück an ihren Platz führen wird. Aber irgendwer wird es tun. Denk daran, wenn du dich an sie erinnerst. Ja, Sequenz 12, bla bla bla, Erinnerung 3, bla bla bla, der Tempel. Fertig. Das Credo der Assassinenbruderschaft lehrt uns, dass uns nichts verboten ist. Einst dachte ich, dass ich also jede Freiheit hätte und meine Ideale um jeden Preis verfolgen könnte. Nun verstehe ich. Es ist kein Freibrief, das Credo ist eine Warnung. Ideale werden allzu schnell zu Dogmen und Dogmen werden zu Fanatismus. Keine höhere Macht wird über uns richten und kein höheres Wesen wird uns für unsere Sünden bestrafen. Am Ende können wir uns nur selbst vor unserem Verlangen schützen. Nur wir entscheiden, ob der Weg, den wir einschlagen, einen zu hohen Preis fordert. Wir halten uns selbst für Erlöser, für Rächer, für Retter,
Wir führen Krieg gegen Andersdenkende und die führen Krieg gegen uns. Wir träumen davon, der Welt unseren Stempel aufzudrücken. Selbst dann, wenn wir unsere Leben in einem Konflikt geben, der in keinem Geschichtsbuch beschrieben werden wird. Alles, was wir tun, alles, was wir sind, beginnt und endet mit uns selbst. Jahre später. Ja, und das war's dann mit Assassin's Creed Unity. Ich würde sagen, wir spielen mal ein bisschen vor. Wie ihr wisst, wie ich schon zu Anfang gesagt hatte, als nächstes kommt... Ich traue meinen Augen nicht. Anu hat diesen Kampf gewonnen, 2 Jahrhunderte bevor er begann. Gut gemacht, Mensch. Ach, Abstergo wird die Katakomben nicht nach Germains Leiche absuchen. Die Knochen werden sicher zu beschädigt, zu verwest. Mit diesem Weisen sind wir fertig. Das war gute Arbeit, Novize. Bis wir uns wieder melden, durchsuchst du am besten weiter Arnauds Erinnerung nach allem, was er noch gesehen haben könnte. Unbekannte historische Fakten. Mehr DNA-Proben. Was immer unserer Sache hilft. Du hörst von uns, wenn wir dich brauchen. Verlass dich drauf. Ja, wie gesagt, bevor wir unsere Wochen bauen. Danach kommt Assassin's Creed. Dead Kings. Das ich schon aufgenommen habe, weil ich zu blöd war, wieder aus der Erinnerung rauszukommen. Das ist eine Excel-Erinnerung gewesen. Ich habe in denen immer Dead Kings gesagt. Oder Dead Knights. Nicht Dead Kings. Dead Knights habe ich immer gesagt. Keine Ahnung warum. Ich habe echt keinen Plan, warum ich das immer gesagt habe. Aber gut. Dass ihr das schon mal wisst. Werdet ihr aber in der neuen Folge von Assassin's Creed Unity Dead Kings dann auch erfahren. Und die Credits werden noch länger dauern. Aber ich muss sagen, das Spiel hat auch echt Spaß gemacht. Hier mal Probleme, da mal Probleme. Aber ich bin diesmal weniger gestorben als in den anderen Teilen, muss ich zugeben. In den anderen Teilen bin ich viel öfter gestorben. Ja. Aber diese neue Steuerung hiervon ist so... nicht so wirklich meins. Aber das ändert sich ja wieder mit dem nächsten Teil. Wo ich gerade verpeilt habe, welcher das ist. Fuck. Edited. Ich habe gerade echt verpeilt, welcher Teil das ist. Upsala. Naja. Werdet ihr sehen? Oh, sorry. Werdet ihr sehen. Ich guck mal ganz kurz. Ach ja, ist mir auch so gerade wieder eingefallen. Assassin's Creed Syndicate kommt ja als nächstes. Ja. Ja, so allmählich komme ich voran. Und die Spiele, wie gesagt, die bringen echt Spaß. Naja, abwarten. Mal gucken. Ich glaube auch kaum, dass dieses Jahr noch, also 2020,
ein neuer Assassin's Creed Teil rauskommt. Weil mit Corona und alles. Glaube ich da wirklich eher nicht dran, dass das noch rauskommt. Wenn ich wahrscheinlich, bis der neue Teil dann kommt, erstmal die anderen Teile fertig kriegen. Bis Odyssey. So. Dann schauen wir mal. Ich könnte jetzt genau sagen. Ja, die Folge geht auch ein bisschen länger. Ja. Naja, ist ja immer so bei mir. Dass die letzte Folge wirklich lange geht. Gut, wie so. Halt, letzte Folge ja von Unity. Und das andere, wie gesagt, ist halt DLC. Unity Dead Kings. Das dann halt noch extra ist. Und ja. Gut. Wie gesagt, die Steuerung, das hatte ich schon. Die war so, naja. Aber sind die generell in Assassin's Creed Teil nicht so wirklich Bombe. Aber was will man machen? Aber, wie man sieht, ich spiele eh mit Controller, weil das immer noch besser ist als mit Maus und Tastatur. Meiner Meinung. Kann jeder so handhaben, wie er will. Vielleicht sollte ich mir auch echt mal einen neuen Controller holen. Weil ich immer noch mit Xbox 360 Controller spiele. Schon seit Jahren. Ich habe den auch schon so richtig lange. Richtig, richtig lange. Wo ich mir mal den zweiten Teil von Assassin's Creed geholt hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Ich glaube, das hatte ich auch schon vorher, den Controller. Wie gesagt, der Controller ist alt. Aber funktioniert noch einwandfrei. Was will man mehr? Nee, aber wie gesagt. Das nächste ist Dead Kings und nach Dead Kings ist halt komplett fertig aufgenommen. Weil ich so blöd bin. Und dann nicht mehr rauskam. Und danach geht Syndicate weiter. Aber es dauert noch. Ich weiß gar nicht. 7 Parts kommen noch. Von Unity. Also von Dead Kings dann. Jo. War nicht groß. War relativ schnell durch. Muss ich zugeben. Aber gut. Das werden wir ja dann sehen. Wupp. Na, kommt noch was? Okay. Der Vorhang fällt. Wir haben Post. Wir haben Briefe. Ich will mal ganz kurz gucken. Null neue Verfügbarkeitssequenz 12 beendet. Belohnung. Mein Liebster. Lieber Arno. Okay. Paris. Keine Lust. Ja. Ja, wolltest du was sagen? Nee, ne? Na gut. Aber wie gesagt, dann werde ich sagen, werde ich hier die Aufnahme beenden. Sag danke fürs Zugucken und wir sehen uns dann bei Assassin's Creed Unity Dead Kings wieder. Bis dann. Ciao, ciao.